Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader-Freunde, hier von unserem Trader Floor in Frankfurt zu unserem Team Trade des Tages. Wir haben wieder einen interessanten Wert für euch rausgesucht, werden euch natürlich auch updaten zu den Trades, die wir hier schon vorgestellt haben oder umgesetzt haben entsprechend, und schauen natürlich nochmal in unser Daily Business, den DAX rein, logischerweise, und das werden wir dann alles natürlich gleich vorbereiten. Was ist an diesem närrischen Dienstag besonders? Zumindest, dass die Amerikaner wieder handeln. Gestern war es ja ein relativ trockener Tag, muss man so sagen. Rosenmontagsumzüge. Und hier gab es natürlich auch im DAX. Mit anderen Worten, es war nicht viel los. Dafür ist heute umso mehr los. Der DAX ist schon relativ stark gefallen und hat sich auch dann wieder relativ stark erholt. Und wir werden auch, nachdem der ZEW-Konjunkturindex raus ist und jetzt nicht gerade für eine große Stütze gesorgt hat beim DAX, heute Nachmittag noch Daten bekommen aus den USA, Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes Gewerbedienstleistungsindex. Das werden wir dann sehen um 15.45 Uhr. Und dann wird es natürlich auch morgen Abend nochmal spannend, weil dann gibt es die FOMC-Minutes, also das Protokoll der US-Notenbank zur vergangenen Zinsentscheidung. Und da werden ja die Schatten schon wieder etwas vorausgeworfen, denn die nächste ist ja schon in 4 Wochen, am 21. März, unmittelbar nach dem großen Terminverfall, der ebenfalls schon seine Schatten vorauswirft für die Aktienmärkte. Denn nach dem kleinen Terminverfall ist eben vor dem großen, und da sind immer relativ viele Schwankungen zu sehen. Was werden wir heute beim Team Trade des Tages uns anschauen? Natürlich wieder den Bitcoin, denn hier ist eine relative Stärke auszumachen gegenüber vor allem der Technologiebörse, und wir werden uns das gleich nochmal im Chart anschauen, warum das so interessant sein könnte und möglicherweise die Bullen hier die Oberhand vor den Bären behalten. Gehen wir erstmal in die Indizes rein. Wir hatten ja gestern mit unserer Team-Trade-Partin Lisa einen Trade vorbereitet, nämlich einen DAX-Short, und wir sehen, der ist bereits abgeschlossen. Lisa war hier mal wieder sehr, sehr zielsicher, ganz hervorragend, mit einem Plus von 346 Euro plus 21% genau ins Ziel gebracht. Also wirklich ein super Trade, muss man sagen, und schoss damit natürlich auch unser Team-Trade-Depot, also unser Konto, dann mit einem Plus momentan von 10,5% nach oben. Wir sind natürlich da weiter hinten dran, dass das Ganze bis in einer Woche, wenn wir hier Abrechnung machen zum 28. Februar, weiter nach oben ausgebaut wird. Was ist mit dem DAX heute passiert? Zunächst mal ging es deutlich nach unten. Da gab es eigentlich keine großen Nachrichten. Auch das Ganze mit den ZEW-Konjunkturerwartungen war noch nicht wirklich auf dem Schirm. Da ging der DAX also runter bis knapp 15.300 Punkte. Wir sehen das hier. Und hat sich also mittlerweile wieder erholt auf 15.412, das Minus also noch 0,4% erträglich. Somit sind wir hier weiterhin in einer Seitwärtsbewegung zwischen 15.250 und in der Spitze, muss man ja sagen, 15.600. Eher wäre es richtig zu sagen 15.560, also eine Spanne von rund 300 Punkten. Lässt sich natürlich schön hin und her traden, sofern diese Grenzen eingehalten werden. Wenn es da dabei jeweils nach oben oder unten rausgeht, dann wird es natürlich jeweils für die falsche Richtung gefährlich, für die richtige Richtung sehr interessant. Und so gesehen ist das Ganze, wie gesagt, immer noch eine Seitwärtsbewegung jenseits dieser Grenzen. Genau genommen, seit dem Anfang dieses Monats wird das ganze bullische Szenario, was sich im Januar aufgebaut hat, immer noch bullisch konsolidiert. Auch wenn man eben hier, wie wir sehen mit Lisa, kurzfristig mal mit dem Short super Gewinne einfahren kann. Dann gucken wir mal in den Nasdaq. Wir haben ja den noch laufen, eine Long-Position auf den Nasdaq und auch auf Apple und Amazon, die natürlich momentan ein bisschen noch, ich sag mal, streiken, nach oben zu laufen. Aber wir sehen hier, dass die Nasdaq ebenfalls in einer weit gefassten Seitwärtsbewegung zwischen 12.200 und 12.800 Punkten ist und dass wir halt eben jetzt wieder unten angekommen sind. Das heißt also, es könnte hier heute schon wieder interessant werden, vor allem, weil ja auch noch im Laufe der Woche zum Beispiel Nvidia morgen nachbörslich Zahlen bringt, also wieder ein Schwergewicht. Und das kann natürlich die Nasdaq-Richtung durchaus wieder vorgeben, zusätzlich natürlich zu den FOMC Minutes, also zum Protokoll, das wir morgen Abend bekommen.
Insofern wird das sicherlich interessant werden, hier unter Umständen nochmal drüber nachzudenken, eine Long-Position aufzunehmen. Wir werden es dann beim Team-Trade des Tages auf jeden Fall nochmal besprechen. Und es gibt natürlich die Updates zu den beiden Aktien Apple und Amazon auch. So, dann kommen wir mal zum Team-Trade des Tages. Das ist, ihr kennt das schon so ein bisschen vom Donnerstag vergangener Woche, nämlich der Bitcoin. Der Bitcoin hat sich hier heute Morgen auf ein neues Jahreshoch geschraubt. Das war aber nur nuancenhaft, nämlich in den Bereich von $25.270. Dann ging es wieder abwärts, natürlich so ein bisschen mit der Schwächephase der Aktienmärkte. Das ist aber gemessen natürlich an den Aktienmärkten schon eine relative Stärke, weil wir sehen, dass die Tiefpunkte ansteigen und die Hochpunkte entsprechend auch. Und das deutet beim Bitcoin eigentlich darauf hin, dass er möglicherweise nach oben ausbrechen könnte. Das Setup ist nach wie vor sehr klar auf der Long-Seite zugunsten der Bullen. Es sieht also danach aus, als wenn die Bullen weiter dagegen halten werden. Wir werden es dann heute Nachmittag sicherlich noch weiter erfahren, weil, wie gesagt, das Ganze sich hier bullisch aufbaut und möglicherweise mit dem Start des US-Handels dann durchaus Chancen hat, weiter nach oben zu laufen. Und wir haben uns natürlich eine Aktie, wie auch vergangenen Donnerstag, rausgesucht, in der wir schon mal unterwegs waren. Hier sehen wir das. Die, wo wir rausgelaufen sind, nämlich das ist diese MicroStrategy-Aktie, die natürlich genauso volatil ist wie der Bitcoin selber, die uns aber eine ganz gute Gelegenheit bietet, natürlich an einer Long-Bewegung teilzunehmen, wenn es richtig nach oben rausgeht. Wir haben es hier schon mal angemarkert, auch vom vergangenen Donnerstag, Richtung $347. Das wäre das Ziel. Der erste Ausbruch ist ein bisschen fehlgelaufen, aber der zweite möglicherweise könnte erfolgreich sein, insgesamt natürlich auch mit dem Bitcoin itself, wenn der hier Richtung $28.500 läuft, dann sollte die Aktie das tatsächlich schaffen, hier hoch zu gehen. Deshalb bleibt das natürlich ein heißer, ein interessanter Trade, soweit für die Charts. Und das haben wir uns natürlich auch nochmal rausgesucht, dieses Zertifikat mit der Kennnummer MB3EGK, der Hebel 2,48, Knockout-Schwelle $200. Das ist also das, was wir uns für heute Nachmittag vorgenommen haben, im Team-Trade des Tages, das nochmal genauer auseinanderzunehmen, zu sagen, wo kann das hingehen, wo wird es interessant werden. Für euch auf jeden Fall heute Nachmittag, 14.15 Uhr im Team-Trade des Tages. Registriert euch, seid dabei unter heavytraders.live. Da könnt ihr dann dabei sein, wenn wir das Ganze nochmal genauer auseinandernehmen und dann mal das Update geben dazu, wo der Bitcoin dann unter Umständen landen kann. Es sind ja nicht nur $28.500, da ist ja auch noch ein bisschen mehr Potenzial. Also, wir freuen uns auf euch, wenn ihr dann dabei seid. 14.15 Uhr auf jeden Fall einschalten. Bis dann.